Wenn man von Badragaz her Richtung Pfäfers fährt und dann weiter nach Fettis, dann kommt man kurz nach dem Mapraxsee zu einem Abzweiger, der heisst Fettner Bergbahn. Ist ganz einfach zu finden. Und dort bei dieser Bahn habe ich abgemacht mit dem Gregor Zimmermann. Er ist Kassier von der Korporation Fettner Berg. Ja, Gregor, Abend um 5 Uhr. Das Wetter ist nicht ganz super, aber es heisst, es gibt noch Abendröte. Stehen wir jetzt hier bei dieser Bahn am Fettner Berg. Das ist eine Pendelbahn, gell? Ja, zwei Seil Pendelbahn. Siehst du, gut, dass die. Was ist der Unterschied zwischen den zwei? Das ist jetzt Materialkiste. Hier tut man Heu abseilen, jemand ein Tier drauf seilen oder auch Maschinenbau. Also, da kommen wir jetzt nicht einsteigen. Mal, da steigen wir jetzt hin, fahren auf, das ist kein Problem. Warum das so dumm gefragt hat, der Grund ist, ich habe vorher gesehen, ein rotes Bähnchen weggefahren. Und jetzt kommt die Materialkiste. Also eine ganz vielseitige Bahn, habe ich gedacht. Aber ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Und dann bin ich eingestiegen mit dem Gregor und bin überrascht von dem Platz, der sich hier reinbietet. Und dann sind wir miteinander in dieser Fahrt ins Gespräch gekommen. Der Gregor hat natürlich noch ein kleines bisschen mit den einheimischen Geräten, die ausgestiegen sind. Das hat ihn interessiert. Ciao, Frieden. Hey, tschüss. Rüffels, hast du den Job? Ja, geschafft, wie das letzte Mal. Ja, immer geschafft, ja, super. Ja, wir zwei sind noch geschafft, völlig wir geschafft. Wir zwei sind ja, also unglaublich. Also, gut. Wäre nicht schön, hä? Ja, schauen wir, ja. Die Sonne scheint eben nicht da oben, so scheint sie normal immer auf dem Berg. Ja, gut, da haben wir dann den Clip, oder? Ja, ja. Bist du da der Bahnchef eigentlich? Nein, der Bahnchef ist der Anni, über die Kassier, der Kooperation, ja. Aber eben, die Bahn, die gibt es schon lange, gell? Die gibt es 1931. Ist die, 1931 ist erstellt worden. Mit dieser Kiste, die man das hier sieht, das war eine Gegengewichtsbahn. Da die Holzkiste rein. Die Holzkiste, ja. Ja, ja. 1931 haben sie aufgestellt und haben die 1932 offiziell in Betrieb gegangen. Bis 1972 ist die gelaufen. Hier hat im Zug der Gesamtmoderation hat man eine neue Bahn. Eigentlich überkommen, kann man fast sagen, ja. Aber okay, jetzt ein schönes Wetter hin oder her, ist natürlich schon gigantisch, oder? Auch was der frische Luft, was da durchwindet, das ist natürlich schon etwas Spezielles jedes Mal wieder. Was für dich auch, oder? Das ist immer anders, das ist super. Ja. Und so eine Frischluftbahn findest du eigentlich selten mehr. Ja. Das ist wirklich, glaube ich, die, ich meine noch weit oben, die einzige, die wirklich den Kopf noch rausheben, rausschauen. Ja. Und was mir jetzt auffällt, sie fährt relativ schnell, ha? Ja, 4 Meter in Sekunde macht sie jetzt. 4 Meter in Sekunde, das ist ja gerade so schnell ist der Rhein, ha? Jetzt filmen wir noch mal ab, da sieht man so die Talstation noch. Und jetzt gibt es ja dann eben natürlich eben auch ein Projekt, also irgendwann mal muss man natürlich auch die überarbeiten, oder? Nehme ich an, da kann man nicht immer und ewig. Ab 2000 ist sie erneuert worden, gesamt erneuert. Ja. Ist Zugseil, Motoren sind neue Motoren zu kriegen, Zugseil sind neu gesehen und diverse Anpassungen und neue Barellen, neue Kabinen. Ist das vor allem jetzt eine Bahn für Einheimische, die oben sind? Das ist halt im Grunde genommen eine Bahn für die Alpen, für die Landwirtschaft hier oben, ursprünglich. Nur ist es natürlich so, dass wir wirklich auch angewiesen sind auf Touristen und Leute, die uns auch so ausbesuchen hier oben. Eben, der Rundtrail kostet schon einiges. Das kostet einiges, ja. Das ist natürlich eine Gesamtkostenrechnung gemacht. Möchten wir jetzt nicht über die Runde, wenn wir alles müssen rechnen müssen. Ja, ja. Gigantisch, hä? Oder? Das ist schon weiter noch. Es ist gut, wenn man dich hier sieht. Also man sieht schon, du bist hier so ein angefressener Fettnerberger, gell? Eigentlich schon. Es gibt eigentlich fast nur angefressene Fettnerberger, das muss ich sagen. Eben, wenn man so etwas natürlich sieht, gell, und die Schlucht schauen kann, das ist natürlich schon wirklich also gigantisch, oder? Das ist jetzt noch eine bekannte Schlucht aus der Rheinschlucht, da machen sie etwa Canyoning. Da sind 70 Abseilstellen noch rein. Hoi. Also nicht, wo ist das Wasser oben ankommt? Das sind überall diese Abseilstellen installiert. Da gehen etwa Profis runter. Also das ist nicht etwas für Profis. Wahnsinnig. Das sagen sie etwa 8 Stunden, bis man da unten ist. Ja, das glaubt ihr noch. Da durch sieht man immer etwa Gams, wenn man rauffährt. Heute ist jetzt keine rum.
Ist das auch ein gefährliches Gelände hier? Also ist das so Grill da hinten jetzt da? Ja, ist das so brüchig, brüchiger Fels. Ja, ja, das ist jetzt die sogenannte Krachenwand. Die Wand, die wir so. Ja. So viel ich weiß, ist die noch nie klettermäßig bezogen worden. Das wäre vielleicht auch mal für einen eine Herausforderung. Ja gut, das ist natürlich schon eine rechte Kogelwand. Siehst du, Uri, siehst du die Galande? Ja, und da unten die Kinder auch Fettis, gell? Fettis, ja. Kunkels, links hinter ins Anfjordtal. Also Verbindung dann Richtung Graubünden, gell? Ja, natürlich dort hinein, Reichenau. Und dann da, das ist der Galande, gell? Galande, ja. Ja, den kennen wir noch vom Militär her. Jetzt kennt man nur noch vom Bier so rauf her. Ja. Das ist auch gut. Aber eben so ein kühles Bier hier oben bei der Bergstation, natürlich nicht zu verachten, oder? Wäre nicht zu verachten, ja, das ist ja so. Wir gehen auf das nicht speziell ein, aber in der Zeitung haben wir gelesen, also für rund eine Viertelmillion soll da etwas gebaut werden, eben Bergstation. Ich denke, es ist für einen Wanderer sicher ideal, und er kann hier oben noch, also vor nach Hause gehen, seine Touristen stillen oder auch mit dem Bändchen rauffahren, einfach die Aussicht geniessen, da oben einen halben Liter und einen Salzitz. Genau. Das nicht, ist sicher etwas Feines. Jetzt muss ich auch mal raus. Jetzt sind wir also etwa 4 Minuten auf Weg, gell? Ja, und jetzt? 6 Minuten. 6 Minuten im Gesamten, gell? Das ist der einzige Mast, den wir haben. Jawohl. Da ist jetzt halt, gell, mit diesen Aufnahmebedingungen, ist es so ein bisschen dunkler, aber probieren wir jetzt mal ein bisschen zu verstellen. Da. Mal schauen, ob es ein bisschen geht. Jawohl. Jawohl, gut, so. Ist steil, das Zeug? Ja, ist schon noch. Also eine kurze. Und was mir jetzt eben, ich sage es nochmal, was mich da völlig überrascht, ist die ruhige Fahrt. He? Ja, wir haben einen super Seilbahnchef, der super alles macht. Und jetzt hat er angehalten, im Fall, dass jetzt die Zeit weit wäre. Gell? Das ist der Seilausgleich. Genau. Also, ja, ja, die Unterfahrten ja. Eigentlich immer, das ist einfach der Zugseilausgleich. Gregor, jetzt sind wir hier, gell? Ja, jetzt gehen wir jetzt da. Jetzt gehen wir hier raus, da in deinen Fettnerberg. Ein wunderbarer Berg, ja. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist natürlich schon so, gell? Es ist jetzt am Abend, schon später, also das heisst mit anderen Worten, das Wetter ist jetzt nicht gerade überwältigend, aber ihr seht in diesem Clip, wo der Gregor machen lassen hat, was das für eine wunderschöne Gegend ist. Was mir auffällt, ist, gell, es ist relativ da. Hat Weg, es ist hier ja, ist locker alles, zum Laufen. He? Alles tipptopp, schöner Weg. Wir haben einen neuen Platz gemacht letztes Jahr. Ja. Neue Mauer, neues Geländer. Eben, also das ist wunderbar hier. Gell? Also wenn man es so denkt, und dann sieht man hier natürlich wunderbares Tal. Aber also, wenn ich so in der Höhe bin, also, dann kann ich dann gerne nicht anders. Da muss ich einfach anschauen. Gell? Hier sieht man es eben wieder, haben wir vorher schon gesehen, es hat im Weitwinkel rein Fettis. Wie gesagt, das, was wir hier zeigen können, ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was wir erleben, wenn wir selber mal durch können. Und es ist ja wirklich eine einfache Geschichte. Gell? Man kann ja hier mit dem Postauto durch. Ja, dann kann man Fettis reinfahren. Kurz vor Fettis kann man den Postauto schon versägen. Genau. Weil aussteigen und dann kann man dort wieder Abzweigung, Fettnerberg, kann man aussteigen. Das ist Fettis, wir verbinden immer ein bisschen mit dem Drachenloch. Ja, das ist natürlich hier ein tipptopper Ausblick. Jetzt zurückgelaufen. Ja. Man mag es im Weitwinkel sicher nicht sehen, aber ich kann mich gut davon erinnern. Wir sind mal dort oben gesehen mit dem Teis, auch dank der Radioaufnahme. Und dann geht es steil oben an. Gell? Ja, wenn wir mit also unten rauf geht es auch steil, ja. Oben aber auch. Aber rauf, es ist schon gut gegangen. Aber oben an, habe ich das Gefühl, ich habe die Knie nur noch geschnettert. Da kommt man die Bremse kommen. Ein schöner Weg ist natürlich schon da oben über den Fettnerberg, Alpladilz. Richtig, Drachenloch ist doch super. Und da schön hast du etwa 2 Stunden? Nein, das ist schon länger. 2,5 Stunden. 2,5 Stunden so. Ja. Also 2 Stunden würde ich jetzt ein guter Läufer und 2,5-3 Stunden mittelmäßig. So. Du bist der Grundbesitzer, gell? Ja, ich habe ein paar. Ja, ich habe ein bisschen Boden da oben. Ja. Das ist verpachtet. Da machen wir einen Bauer. Und ein Hütchen. Ja. Hat überhaupt das in Grundeigentümer? Gell? Ja, es sind 21 Grundeigentümer. 21, ja. 21. Und das ist quasi wie so eine Kooperation, die ja, da zusammengeschlossen hat. Ja, das ist eigentlich ist es ein Zweck. Da müssen wir einen Blick zwischen den Toren werfen. Eigentlich ist es eine Zweckgemeinschaft. Heimat. Die nehmen wir nachher dann noch näher auf. Da muss ich natürlich noch mal zeigen. Das sind... Aber die sind hergebaut worden. Das sind nicht Walzerhäuser, gell? In dem Sinn. Ja, das Walzerhaus hat es, glaube ich, keins mehr hier. Aber es sind schon, die einen sind schon relativ alt. Aber es ist eigentlich eine ursprüngliche Walzersiedlung. Aha, ja.
Ja, das ist wunderschön. Eben, wie gesagt, wenn ihr hier so vorlaufen, also, wir haben jetzt ja noch Skieranzüge und Sachen und wir laufen jetzt hier. Also deutsch und klar gesagt, das ist ein wunderschönes Weg. Da kann man fast mit dem Rollstuhl durch, gell? Ja, ein bisschen besserer Rollstuhl hat geht's. Und zu Fuss ist es sicher kein Problem mit dem Loppenwagen. Eben? Ja, kein Problem. Und wenn man da ein bisschen dann läuft, man sieht, es geht dann noch ein bisschen drauf. Dann kommt man natürlich zu einem Aussichtsturm, oder? Aussichtspunkt, Entschuldigung. Ja, da kommt man ein paar Möglichkeiten von hier aus. Da kann man Montaluna laufen, da ist etwa zwei Stunden, anderthalb, zwei Stunden da rauf. Von dort siehst du natürlich auch bis zum Bodensee, aber es ist ein bisschen weiter zum Laufen. Also eine einfache Wanderung ist hier Findels, Alp Findels. Genau, kaum sind wir 200 Meter weg, sehen wir hier ja schon. Wegweiser, da steht schon alles schön drauf, gell? Eine Haufen Möglichkeiten gibt es am Fettnerberg. Ein paar sieht man hier. Kürzere Strecken, längere Strecken. Aber das ist natürlich lange nicht alles, was der Fettnerberg zu bieten hat. Wir haben uns aufgemacht zu der Alp Findels. Der Gregor hat gemeint, anlässlich von dem, dass es ein bisschen dunkler geworden ist, lange das gerade nicht mehr dort hinten laufen. Ich habe leider das Stativ vergessen und darum ein bisschen die quackeligen Aufnahmen. Da ist der Gelände hinten dran, eine Rose. Ich habe einen Schwenk gemacht, aus bloßer Hand wollte, aber Pfunzeln nach Pfäfers, aber auch letzter hat man dann nichts gesehen, aber das kommt noch. Überall wieder etwas zu beobachten, links und rechts vom Weg. Der Gregor hat mir alles erklärt. Und immer das Bimmeln in den Ohren. Irgendwann bin ich überzeugt, sie müssen die Kühe kommen. Aber zuerst habe ich fasziniert geschaut an die Hänge und fasziniert geschaut in die Tobel und das, was links und rechts von dem Weg war. Und dann tatsächlich, dann sind die Kühe gekommen. Und eine, die ist mir ganz speziell aufgefallen. Meiner Lebtag habe ich so eine dunkle Kuh noch nie gesehen. Wirklich etwas ganz Spezielles, obwohl das Wetter gar nicht so mitgespielt hat, wie man uns vorher gesagt hat. Von oben grot keine Spur. Dann aber die Schweibe der Alp Findels. Die Alp, die hat ein Schweibprogramm, habe ich gemeint, habe ich gelesen. Und dann der Blick aber auf die neue Brücke, auf Valenz, hinein, Bad Ragaz, vorne dann natürlich auch Pfäfers und eben Valenz. Wirklich eine wunderschöne Aussicht. Hier sehe ich bis am Bodensee aber. Die Mutschli, die haben mich ganz speziell beeindruckt. Neben das Salzitz und allem anderen, was es gegeben hat. Wir sind ja ganz überraschend gekommen. Trotzdem sind wir sehr freundlich empfangen worden und haben sie gerne einen Blick dürfen in Käskeller einwerfen. Also die Mutschli, die haben wir vorgenommen, so einen kaufe ich noch. Man kann die nämlich kaufen. Die Joghurt auch ganz etwas Spezielles. Ja, dann war es Zeit gewesen und wir müssen zurück. Gehst du mal ein bisschen laufen? Mal, wenn wir da sind, sind wir nicht mehr unterwegs. Da. Jetzt auf dem Berg und die Alpen und auch weiter schon. Drachenloch, der Sohl. Dann machst du jeden Tag etwas im Fettnerberg. Ja, nicht jeden Tag, nein. Bei weitem nicht. Und eben, wenn man jetzt sieht, dass wir hier locker laufen und schnaufen und machen. Wenn man will, natürlich kann man dann auch Steilberge drauf, oder? Da kannst du rechte Touren machen. Da kannst du von hier kannst du über das Fürgli, den Furgel, den Sohl, bei Zoll. Wo geht das hier alle, du gehst rechts rauf. Ja, da geht es oben. Furgel, der Sohl, bei Zoll. Kannst du machen, oder Montalune, Fettner Kopf, Elblikopf, Drachenloch. Ja, da kannst du ein paar Sachen machen. Und eben verschiedene Routen nehmen. Kreuz und quer kannst du bewegen, wenn du dich auskennst. Ja. Was bedeutet dir jetzt so, weißt du, der Fettner Berg? Wenn du so da so her lauschst, was bedeutet dir jetzt das? Ja, der Fettner Berg ist schon ein Stück weit Heimat eigentlich. Eben. Kindheitserinnerungen zum Teil. Und halt auch die Erinnerungen an den Umbau und die schöne Zeit mit meinem Bruder zusammen, die wir hatten, und den Umbauer. Und ja, das ist schon ein Spezielles. Habt ihr mal noch Tiere gehabt? Ja, früher, bis Anfang 60er Jahre. Der Vater hat selber gebaut. Der ist da noch abgeseilt, Höhe oder Eintreiben? Nein, nicht. Der Vater schon. Ja. Wir schon nicht mehr. Wir hatten auch schon Gefähr gehabt, auch schon ziemlich. Als wir noch gehört haben, wir noch Gefähr gehabt, wo es mit Rapid eingeführt hat. Ja. Da hinten ist es, gell? Jetzt bei dem Weitwinkel sieht man es vielleicht nicht. Aber wenn man jetzt hier die Senkung sieht, und dann rechts oben so ein paar Häuschen, und auf der rechten Seite ist das. Seite. Ja. Also, wie ist denn das jetzt mit der Bahn, wo wir wieder gehen? Also, die Fahrt, je nachdem, wenn es sein muss, auch verlangen? Wenn man außerhalb der Fahrzeiten fahren will und vielleicht drei, vier Personen ist, kann man es auch anrufen und sagen,
ob man vielleicht um 4 Uhr auf die Süd dürfte oder am Morgen früh, vielleicht um 6 Uhr schon, wenn man eine ganz grosse Bergtour macht. Was kann man dann abmachen mit dem, der Seilerdienst hat? Was mich auch immer ganz, ganz faszinierend dunkt, wo wir da durchlaufen, dass das Glütz, gell, das Bimmel, das ist wirklich etwas sehr Schönes. Und dann haben wir noch einen Esel gehört und du hast noch gesagt, oh, dort unten hat es eine Gems, hat wohl schon eine gehabt, aber ich war dann immer zu langsam gewesen. Also ist schon etwas Spezielles, gell? Das Gebimmel hast du natürlich da, wenn die Alp da ist, hast du es ab und zu. Schön ist, wenn das Fee am Oben auf der Oberweide ist, wenn du bis zur Unterluft geht, dann hörst du es schön da. Hier rein, entweder von Findels oder von Ladils. Das ist noch schön, so ins Feigehörst. Das ist wirklich etwas Spezielles. Mal, und wir gehen jetzt auf Bahn. Und am 30. fahren nicht nur Leute ab, sondern eben auch noch Tiere, gell? Ja, am 30. hat der Köbi gesagt, die Schweine von der Alp. Nein, die gehen dann hier laufen von Findels auf den Berg und dann von dort auf die Seilbahn. Dann können sie noch Highlight geniessen, bevor sie auf die Metz gehen. Können sie noch Bahnfahrt geniessen und den anderen Tag gehen sie auf die Metz. Und gibt eine gute Würst und geht nicht raus. Sicher ein ganz spezielles Schauspiel, wenn die Schweine von der Alp Findels hier laufen, zur Bahn. Die Bahn ist so etwas wie der Lebensnerv vom Fettnerberg. Man kann natürlich auch zu Fuß auf den Fettnerberg rauf und auch runter und es gibt auch Möglichkeiten zum Zufahren. Aber die Bahn die ist halt, abgesehen davon, wenn es ganz starken Wind hat, einfach immer zum Brauchen. Und das ist etwas ganz Spezielles. Die Einheimischen, die haben eine Karte. Das war faszinierend. Es war schon viel zu spät gewesen, als dass die Bahn noch im Vollbetrieb gewesen wäre und unten jemand war. Aber der Gregor hat mir gezeigt, wie es geht, wenn man eine Karte hat als Einheimischer. Wirklich etwas sehr Faszinierendes. Da hast du es nur du oder da könnt? Nein, da hat jeder, der da oben ein Gürtchen hat oder auch ein Pächter, kann da mit Selbstfahrkarte, kann da fahren. Aha. Die kann man aufladen, kann man Fahrten drauf tun. Und dann als Aufladen im Hotel Galanda kann man das aufladen. Und dann kann man das hier einstecken, dann wird das abgebucht und dann ist die Fahrt frei. Sobald die Schweine leuchten, kannst du fahren. Aha. Und jetzt musst du, was heisst fahren, dann steigt man ein? Dann kann man einsteigen und dann kann man den Knopf drücken. Dann fahren wir dann los. Sechs Minuten hast du gesagt, gell? Ja, 6 Minuten wird die Fahrt. Und jetzt musst du jetzt einen Druckkoppel. Ich weiß nicht genau, die Kamera mag im Dunkeln nicht gehen. So aber gut, man hat es irgendwie gesehen. Du hast es da gedrückt, oder? Das pieft doch irgendetwas. Jawohl. Und dann geht es dann los. He? Aha. Musst du die Bahn immer wieder auch kontrollieren lassen, nehme ich an? Ja, die wird jährlich kontrolliert vom IKSS, der interkantonalen Kontrollstelle für Seilbahnen. Und auch Seilinduktionen werden periodisch gemacht. Und Service wird alle Jahre gemacht, die ist eigentlich in einem tiptoppen Zustand, die Bahn. Das hat ein Mast, hä? Ein Mast, um ein Mast. Da, wo wir übrigens so ein bisschen süß hören, jetzt hinten dran, das ist rein das Handy, das wahrscheinlich ein bisschen tut. Im Sound. Und dann geht das Loch da ab. Also das kann man jetzt wahrscheinlich im Film nicht genau so sehen. Es geht, vergesst das Loch da ab. Also, wo geht denn der Weg da? Also, geht der da rechts? Da? Nein, der Weg geht da unten. Über den Bach und dann aussen um. Aha. Ist der eben steil, der Weg? Ja, schon eine steile Passage drin. Da, ja. Also zwei rechte Aufstiege und so eine Querpassage. Jetzt ja. Das ist ein bisschen schön. Aber du sagst, mit Kindern könnte man auch, oder? Ja, nicht mit ganz kleinen Kindern, aber so 7-8-Jährigen würde ich das auch problemlos. Eben, da sehen wir es natürlich wieder. Da ein bisschen. Das ist ja auch der Grund, dass man mit einem Mast fährt. Gell? Von der Spannweite her ist es möglich. Und ja, da ist auch, damit man sicher im Gebiet drin ist, im Fundament. Die Gegengewichtsseilbahn von 1931, die hat überhaupt keine Masten gehabt. Die ist ohne Masten raufgegangen. Aha, aha. Das ist schon gigantisch, gell? Wenn man hier raus schauen kann.
Jetzt sind wir 2 Minuten unterwegs. Das heisst, mit anderen Worten, es müsste es dann etwa gegenwähnlich kommen, wenn man nicht alles drückt. Wie gesagt, in dem grossen Weitwinkel sieht man es natürlich nicht, aber von bloßem Auge sehen wir schon, es kommt. Und, ja. Warum haben wir 2 verschiedene Bändchen? Das ist ja grün, das andere ist rot, oder? Weil das eine ist eigentlich Personenkabine, wenn sie es mal so wählen, dass es Personen können eigentlich wettergeschützt auffahren. Und das ist die Lastkabine, eigentlich, wo halt auch für Maschinen, Kleinmaschinen und auch für Tiere. Was würde es passieren, wenn es einen Gott vergessenen Luft gibt? Dann würde sie zurückschalten auf vielleicht 3 Meter in Sekunde. 2 Meter in Sekunde. Dann müssen sie langsam fahren. Oh, jetzt haben wir sie fast verpasst. Abstellen würden sie nicht. Jetzt tut sie eigentlich nie. So einen Assistent haben wir schon lange gewünscht. Da läuft das Automatischste ein. Ja. Und da sehen wir es wieder mal, die Seilbahn, gell? Anno, hast du gesagt, dort, die Art? 1931. Die hier, die alte, die Holzig. Ja, jawohl. Jawohl. Ja. In dem Fall, hä? Vielen Dank fürs Chauffieren. Gerne geschehen. Und wir können sicher wieder zurück. 100% sicher. Sind alle herzlich willkommen auf dem Vettnerberg.